Moin Moin zusammen. Für uns geht's jetzt raus. Wir sind jetzt gerade zum Boot gekommen. Machen einmal nochmal den Filter sauber. Das ist jetzt so ein bisschen klar. Müssen die Segel noch abmachen. Und dann tuckern wir hier mal durch den Hafen und werden hoffentlich vernünftig rausgekrant. Und dann sehen wir mal, wie das Boot von unten aussieht. Mal gucken, wie das alles funktioniert. So, versuchen jetzt mal die Segel alle ab. Also die beiden. Die Sprayhut, die kann, bleibt ja drauf, ne? Die was? Die Sprayhut bleibt auf, ne? Ja. Musst du ziehen. Ja, warte, warte. An diesem einen Knopf. Ja. Packen wir erst das Boot. So. Rein mit dir. Die haben nicht Lust, uns zu helfen. So, dann müssen wir ihn. Er wird ja hier. Achso, er wird. Der wird nach vorne rausgezogen. Dann müssen wir den hier. Habt ihr Werkzeug an Bord? Zange und sowas? Ja. Wie das jetzt funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Achso, dann drückst du nur. Ah, guck mal. Ja. Ah, guck mal. Also stellt sich mal auf die andere Seite des Segels. Das ist ja gar nicht mehr. Bei Jan musst du das immer ganz schreiben. Dass man das drücken muss. So. Das ist ja geil gelöst. Ja. Ups. Siehst du, also drückst den rein und dann gehen die raus. Das ist richtig geil gelöst. So, guck mal, siehst du, und jetzt brauchen wir nur hier rausziehen. Wir müssen nur Achtern losmachen. Ja, einen überflüssigen. Was ist das denn hier? Naja, der kann ab, der ist so um das Segel rum. Ach so. Naja, damit es nicht so wegflattert oder so. Alles was stört. Genau. Muss halt den hier lösen, oder nicht? Ja, brauchst du eine Zange. Ach so. Hier, hab ich. Dann sage ich gleich mal bei den Jungs Bescheid. Mach mal. Dass wir rausfahren, dass sie uns helfen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich muss. Wegen der kompletten Abdeckung, da bist du auch noch nicht Bescheid, ne? Nö. Welche komplette? Es kann sein, ich denke, geh mal davon aus, dass der Baum drauf bleibt. Und dass er das so getüdelt hat, dass das um den Mast rumpasst. Würde ich auch sagen. Denke ich mal. Weil er ist ein Freund davon, den immer stehen zu lassen. Der hier kann ja dranbleiben, hier am Segel. Immer wieder festmachen. Und schön festschrauben. Ja. Weil das sind Sachen, die gehen immer. Das ist aber easy, das Segel runternehmen. Dann ziehen wir jetzt raus und legt ihr das groß zusammen. Einmal so grob zusammenlegen. Mhm. Das könnt ihr nachher hier bei deinen Eltern machen. Machen wir da nochmal richtig. Einmal richtig ausbreiten und ja. So. Ich geh mal rüber zu den Jungs. Der ist ab und könnt ihr uns mal helfen hier mit der Fork. Das kann ich dir jetzt nicht 100%ig sagen. Ja, aber die ja vielleicht. So, wir machen gleich die Rollfork runter und haben das hier schon so wundervoll beschriftet. Ich denke mal, das könnt ihr sehen. Sehr hilfreich. Großsegel ging super einfach. Ja, so kann es weitergehen. Und dann müssen wir gleich hier raustuppern und irgendwie aus unserem Liegeplatz wieder rauskommen. Ja, das ist auch schön. Die haben halt schon rausgeholt, alle anderen. Gut an, wenn die mit ihrem Motorboden rausfahren. Ja, ja. 20 Minuten halt. Motor. Immer gegen angeschlagen. Ist ja auch geil, wie man hier mal von den Böden begrüßt wird. Ganz schwache Matte. Ja. Ja, das haben wir schon. Wie heißt der Scheißhafen? Langballee. Langballee, genau, oder? In der Flensburger Förde irgendwo drin. Aber ist das Dänemark oder? Das ist noch. Nee. Ja, also wir haben 4 Stunden gebraucht. Ich glaube, das ist echt sehr gut. Ja, naja, also er ist schwach, ne? Also wenn du gegen Wind und Welle irgendwo hin willst und kannst dich segeln, ja. Kannst du es lassen.
hallo. Wir sind jetzt hier gerade in der Ancora und werden gleich rausgekrannt fürs Winterlager. Meine Oma hat das Boot rangezogen. Props an Omi. Papa war zu langsam. Naja, hat alles gut geklappt. Wir haben hier auch nochmal ein bisschen Unterstützung gekriegt von einem guten Freund, der hier auch liegt. Und alles läuft gut. Jetzt kommt gleich die Offenbarung, wie dieses Boot von unten aussieht. Ja, muss er ja. Ab ins Wasser wieder. Ja. Ja. Dann lauf mal gleich hinterher, wo wir ihn hinstellen. Pass rein. Perfekt. So Leute, wir sind draußen endlich. Wir zeigen euch gleich mal, was wir bisher so gefunden haben. Wir sind rausgekommen, ging super. Das war echt easy und haben die auch fix hinbekommen. Dann haben sie Gott sei Dank schon mit dem Hochdruckreiniger einmal das Gröbste schon runtergeschossen. Also wir hatten hier echt noch ordentlich Muscheln und Pocken dran. Haben wir aber auch gesagt, war ja auch klar, dass der Taucher nicht alles runterkriegt. Und jetzt haben wir schon ein bisschen Wind. Ich hoffe, ihr hört mich noch.